Wir beschäftigen uns heute mit der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland und wollen zunächst die Frage stellen, ganz allgemeiner Natur, wie man Außenpolitik und auch die Rolle eines Staates im internationalen System am besten erklären kann. Und da lohnt ein Blick zurück in die Theorien der internationalen Beziehungen, die sich schon nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten, aber vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Einfluss von Personen, Autoren wie dem deutschen Emigranten Hans Morgenthau, der 1948 mit dem Werk Politics Among Nations ein Standardwerk der internationalen Beziehungen vorgelegt hat. Und hier die beiden grundlegenden Begriffe der internationalen Beziehungen prägte, nämlich Anarchie und Souveränität. Jeder Staat ist souverän im internationalen System und das internationale System wird als anarchisch definiert. Das bedeutet, dass es keine übergeordnete Instanz gibt, die einem Staat sagen kann, was er zu tun hat. Und diese realistischen Theorien haben die Diskussion dominiert in den 1950er Jahren. Es kamen sogenannte neorealistische Theorien hinzu, hier verbunden mit dem Namen Kenneth Waltz, der 1979 ein Standardwerk vorlegte, Theory of International Politics, und hier vor allem die Machtverteilung im internationalen System in den Blick nahmen. Erst später, in den 1980er Jahren, kamen sogenannte liberale Theorien, institutionalistische Theorien hinzu, die versuchten zu erklären, warum gibt es einen Anstieg von internationaler Kooperation im internationalen System. Und hier in den Vordergrund rückten internationale Institutionen, sogenannte Regime, die definiert werden als Katalog von Prinzipien, Normen, Regeln, Entscheidungsverfahren, an denen sich Staatenverhalten orientiert. Und gerade in dieser Zeit, wo die EU sich entwickelte, wo mit den Maastrichter Verträgen 1992, auf die wir später noch kommen werden, ein großes Regelwerk vorgelegt wurde, das ist eine wichtige Zeit für institutionalistische und liberale Theorien der internationalen Beziehungen. Dann waren die 90er Jahre geprägt von sogenannten konstruktivistischen Theorien, die Normen, Werte in den Vordergrund rückten. Normen eben als wertebasierte, von vielen Akteuren geteilte Erwartungen angemessenen Verhaltens in der internationalen Politik. Und wir werden sehen, dass das eben auch für Deutschland eine extrem große Rolle spielt, diese Normorientierung, die im deutschen Außenverhalten immer diskutiert wird. Und schließlich kritische Theorien, poststrukturalistische Theorien, einem Theoriehorizont, dem ich mich auch zuwende in meiner eigenen Forschung. Hier geht es darum, dass es Bedeutungssysteme in der internationalen Politik gibt, die Hierarchien definieren, also auch Bedeutung von wie viele Atomwaffen beispielsweise ein Akteur hat. Wenn wir an Nordkorea denken, ist es so, dass natürlich Atomwaffen in der Hand von Kim Jong-un eine ganz andere Bedeutung haben als Atomwaffen in der Hand der deutschen Bundeskanzlerin, die dann auf den roten Knopf drücken könnte. Das ist also das Theorienspektrum, was wir benutzen, um Außenpolitik und die Rolle eines Staates in der internationalen Politik zu erklären. Wir werden darauf zurückkommen. Und ein wichtiges Vokabular, um zu erklären, warum sich Deutschland so verhält, wie es sich verhält.